So, Leute, schöner Spinnensporner gefunden jetzt letzte Folge. Wir haben auch schon gelootet und ich bringe jetzt erstmal meinen Stuff hier... Nee, ich bringe jetzt nicht meinen Stuff hier weg. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich vielleicht hier irgendwo noch raus kann, ob das hier noch weitergeht und so. Oh, da sind ja noch mehr. Ich liebe diese Steine. Ich finde die so geil. Da ist noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir natürlich mit. Wer hat, der hat, ne? So, da druppen wir raus. Und da hinten ging es ja auch noch weiter, ne? Also ich muss mir hier auf irgendein... Also, habe ich Schild dabei? Ne, habe ich nicht. Muss mir auf jeden Fall hier mal irgendwie so ein... Da war auch noch was. Oben ist es ganz doll am Scheppern. Hier unten ging es nicht mehr weiter. Auf jeden Fall sehe ich hier nichts. Nee, das sieht nicht so aus. Okay. Dann gehen wir da hinten hoch. Einen Spinnenspawner gefunden. Boah, das gibt eine fette Mobfalle. Eine riesige. Ah, ich freue mich schon. Das werden wir alles noch bauen hier. So, jetzt will ich erstmal gucken, was hier noch so war. Dunkelheit auf jeden Fall. Ich wollte mir ja angewöhnen, mal mit dem Rädchen hier, ne? Hallo? Ach, das kann doch nicht sein, dass wir nur so Gammelhöhlen finden. Ich möchte mal eine richtige Höhlentour machen. So eine richtige... Aber egal, nehmen wir das Eisen mal mit hier. Ja, und dann haben wir die Höhle auch schon geschafft hier. Hm. Na gut. Da ist noch ein bisschen Eisen. Meins. Meins. Ist das da oben am Schütten? Ja, was machen wir denn jetzt? Nehmen wir die Steine jetzt hier schon mit, oder... Nehmen die jetzt einfach mal mit. Gucken, was wir damit machen. Ich glaube, jetzt kann man die wirklich auch selber herstellen. Der Arcanis, der hatte mir auch gesagt, wie, ich habe es mir schon wieder vergessen. Was soll's. Und so eine richtige Ahnung, wie so ein Spawner funktioniert, wie wir uns so eine Mobfarm machen, habe ich auch noch nicht. Ich hatte mal Gronkh gesehen, der hat so was richtig Geiles gebaut damals. Und der hat, glaube ich, auch einen Spawner gehabt, ne? Und der hat aber auch irgendwie da mit Wasser gearbeitet und so. Vielleicht gucke ich mir die Folgen nochmal an. Dann können wir ja irgendwie so was in der Art bauen dann. Erstmal rufe ich das jetzt hier raus. Alles meins, alles meins. Boah, noch so weit. Oh, da ist noch... Alles rausgruppen. Vielleicht finden wir ja dann auch noch irgendwie so einen Gang hier oder so, wo es weitergeht. Kohle kann man auch nie genug haben. So. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir bauen, was ich hier bauen könnte, ne, dann immer her damit in die Comments. Ich versuche das dann natürlich umzusetzen, wenn ich da Bock drauf habe. Könnte natürlich sein, dass ihr jetzt sagt, Lay, bau mal einen SpongeBob aus Schwamm. Dann habe ich erstens keinen Schwamm und zweitens habe ich keine Lust, mir im Moment hier einen SpongeBob hinzustellen. Irgendwie was Cooles, was wir auch gebrauchen können. So, da ist noch einer. Da ist noch einer. Und die habe ich jetzt so ein bisschen Angst, auch hier wegzunehmen. Aber den da unten. Haha. Dann steht der Spawner hier. Kann man eigentlich drunter eine platzieren? Ja, sehr gut. Ich könnte ja auch hier so komplett drumherum ausleuchten. Dann kann ich die alle wegnehmen. Ja, geschafft. Was zu essen habe ich dabei. Sehr gut. So. Ich nehme das auch weg, alles hier. Auf. Und dann steht da auf jeden Fall schon mal in der Luft, der gute Spawner. Hier hinten ist mir zu dunkel. Und die können wir ja stehen lassen. Hallo, ihr Spinnies. Ja, cool. Wo ging es jetzt nochmal lang? Da oben ist noch Kohle drin, habe ich gesehen. Die lasse ich jetzt auch mal kurz da stehen. So, und dann ab nach oben. Zack. Hier, ey.
ey. Da stand hier ein Creeper. Nicht schlecht. Da ist mir zu dunkel. So. Ja, irgendwie muss ich mir da mal bessere Zugänge hier machen, auf jeden Fall. Und ist schon wieder... Boah, ich bin jetzt erschrocken. Das sah scheiße aus jetzt, ne? Krass, guck mal, die sitzen alle in Reihe und Glied hier. Wovor habt ihr denn Angst? Jetzt wird's gehakt. Wo gucken ihr hin? Wollt ihr alle nach draußen? Ich bin da und ich habe zwei neue... Moment. Rüstungen mitgebracht. Und das erste Namensschild. Sehr gut. Da brauchen wir noch einen Amboss. Könnten wir uns eigentlich machen, ne? So einen Amboss. Ja, genug Eisen. Warum nicht? Da brauchen wir Blöcke. Die können wir ja hinterher, falls wir jetzt zu viele haben, wieder kaputt craften. Aber ich glaube, das war so, so und so, ne? Ja! Stolzer Besitzer eines Ambosses. Heißt das überhaupt Amboss? Hey, was machst du denn da in meinen Blumen? Gibt's ja gar nicht so viele Fächer. Ja, cool, dann machen wir hier drüben doch. Stellen wir den doch hier hin. Zack. Sehr gut. Dann brauchen wir hier natürlich auch noch eine Kiste. Ich wohne hier mit allem zusammen, ey. Das ist echt immer doof hier mit der Maus. Ich habe ja meinem Sohn meine Gaming-Maus geschenkt. So, eine Kiste. Die stelle ich hier. Oh Gott. Ja, dann kann ich noch rein, wenn du rein bist. Rein, doch. Wo ist sie? Pferdchen da oben. Könnte ich Treppen machen. Wo ich auch auf jeden Fall noch ganz dringend hin muss, ist ins Sumpfgebiet, denn ich brauche für meine Pferdchen brauche ich Slimeballs, um denen Leinen zu machen. Das ist ganz dringend notwendig. Und ja, wo ich jetzt gerade sehe, wie das hier am Schippen ist, muss hier auf jeden Fall auch noch eine Überdachung hin. Sonst, wenn wir nämlich mal dann scheren, die Schafe scheren, dann haben die ein ganz verklumptes Feld. Ja, so ist das. Nee, gut, dann packe ich jetzt hier den ganzen Pferdescheiß rein. Sattel. Rüstung. Da haben wir noch eine Truhe. Und dafür haben wir jetzt gar nicht Platz. So, hatte ich nicht auch eine Diamanten, ne? 25 Eisen habe ich schon wieder mitgebracht, ey, Wahnsinn. Drei Sättel. Können wir uns drei Pferdchen ausrüsten. Die haben dann nur alle keinen Namen. Da ist sie doch. Sattel craften kann man nicht, oder? Kann man das vielleicht jetzt hier in der 1.8? Weiß es nicht. So. Und das Namensschild. Und ich habe 34 Level. Könnte ich ja eigentlich schon mal eins machen. Ich möchte gerne ein weißes Pferd mit Diamantenrüstung haben, welches dann den Namen... Tuggle trägt. So. Tuggle, ich besitze zwar Tuggle noch nicht, aber Tuggle hat schon einen Rüssel. Eine Rüssi. Geh mal raus hier, komm. Habt ihr Besuch? Ah, oh, wer hat dich denn kaputt gemacht? Ist aber nicht nett hier, einfach meine Viecher zu snacken. Da muss ich neue machen. Hallo. Guck mal, die sind schon wieder billig. Die sind schon wieder rattenscharfe Viecher. Du auch? Haben wir noch hier jemanden mit einem Fahrschein? Okay. Ihr habt ja alle jetzt schon, ne? Hier, ihr zwei noch nicht. Du. Oh, ich habe die Tür nicht geschlossen. So. Ach, ich muss was... Ah, okay. War nur ein Schatten. Ich futter mal Karotten. Warum sollte man sich heute nicht mal vegan ernähren? So. Ach, du auch? Du willst auch eine? Na gut. So.
jetzt haben wir einen Amboss. Wie macht man denn gleich nochmal? Habe ich noch mehr Leder? Ich habe noch 2 Leder. Ach, es wird wieder hell, oder? Ich könnte eigentlich mal kurz pennen gehen. Guck mal da, die Herzchen flattern um mich rum. So, mit Stöckern. Mit Stöckern mache ich das. Da draußen sterben Viecher, das ist sehr optimal. So, und jetzt noch hier einen hin. Ja, ein Rahmen. Ich brauche mehr Stöcker. So, dann können wir direkt mal hier unsere Amboss-Stätte dekorieren. Hallo. DJ, take 'em high. 2 Stück haben wir noch. So. Zack. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, ein da, ein da, ein da. Und die und das für unser erstes Pferd. So. Den Sattel. Einmal dahin. Aber ich hoffe, dass... Ah ja, ach, guck mal. Das Schild heißt jetzt Taddle. Wie geil. So, und die Pferderüssi. Perfekt. Perfecto Cimente. Ja. Ach, 64 Stück waren das jetzt? Kann doch nicht sein. Habe ich irgendwie... Kriegt man da mehr raus? Das waren doch jetzt keine 64 bemoosten Pflastersteine. Cool, die vermehren sich irgendwie bei mir. Auch nicht schlecht. So, 2 Spinnenaugen. Davon werden wir jetzt in Zukunft genug haben. Genauso wie von den Fäden. Ja, und wir haben hier ein leckeres rohes Rindfleisch auch. So, die nächsten. Dann können wir die direkt hier reinpacken. So. Ich brauche Sumpfgebiet. Ganz dringend brauche ich Sumpfgebiet. Was hatte ich denn überhaupt noch vor? Erstmal die Truhe da hinten noch hinstellen. Das war ja geplant, ne? So, eine große. Und... Ach so, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte mir doch da draußen für die Pferdchen schon mal so einen kleinen Stall wenigstens machen. So, und wir arbeiten natürlich nur mit Steinziegeln und Holz. Hoffe ich, dass hier kein Creeper noch irgendwo rumsteht, wie doof. Nee. So, wir hatten vor, beziehungsweise ich hatte vor, mir hier oben den Pferdestall zu machen. Schippe. Ich brauche Schippe. Schippe. Da ist eine böse Spinne. Was sagt ihr eigentlich, Schaufel oder Schippe? Ich weiß nicht, ob das Schiffe nur aus dem Ruhrfang kommt. Ist aber auf jeden Fall. Ja. Natürlich. Ist auch auf jeden Fall immer Schiffe. So, aber eine Schaufel. Eisenschaufel. So. Ah, kann man nicht. Ja, jetzt hakt hier. Andersrum. Ich wollte darum. Ich wollte doch hier rum. Aus. Es liegt, manchmal meint man auch, dass es leckt hier, weil ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass hier rumleckt, aber manchmal meint man das auch, weil ich so komisch hier meine Maus habe. Die Maus ist echt nicht optimal. So. Alles wegrücken. Das Land ist ja sehr fruchtig, fruchtbar. Fruchtig auch. Und da hinten unser frisch angesetzter Wald, der gedeiht auch gut. Finde ich auch gut. So. Da muss echt alles weg. Ich habe noch kein weißes Pferd gesehen. Ich glaube, so reicht erstmal. Das hier. Da muss dann alles weg. Ich hätte es jetzt natürlich auch auf dieser Höhe lassen können, aber... Erinnert ihr euch noch? Wir haben diesen Wald da hinten komplett selbst angebaut, ne? Wahnsinn. Richtig cool. Hier ist irgendwo auch noch eine Höhle, höre ich gerade. Aber warum?
kümmern wir uns später. Ich baue jetzt erstmal so einen kleinen Pferdestall hier. Und dann hole ich da hinten meine Mukus raus. So, und 15 Minuten, bei 15 Minuten angekommen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bis gleich. Bis morgen.